Tag, ich bin Petra Naubert von der Neuseeland-Weinboutique. Und ich bin Hilmar Naubert. Zusammen importieren wir schon seit 2012 hochwertige Weine aus Neuseeland. Heute wollen wir mit Ihnen vier Weine verkosten aus Marlborough vom Weingut Fromm. Marlborough ist Neuseelands größte Weinregion. Circa 80% des Weines kommen hierher. Das Weingut Fromm wurde 1992 vom Schweizer Winzer Georg Fromm gegründet. Georg stammt aus einer Familie von Winzern, die bereits seit 5 Generationen Wein macht, und er führte Schweizer Weinbaupraktiken mit seinem Weingut in Neuseeland ein. Im Jahr 2008 hat sich Georg aus dem Weingut zurückgezogen und ist zurück in die Schweiz gegangen. Sein langjähriger Weggefährte bzw. sein Weggefährte von Anfang an, Hetsch Kalberer, der mittlerweile seit 28 Jahren die Weine von Fromm macht, ist heute der Önologe beim Weingut Fromm. Seit 2017 ist Stefan Walliser der Geschäftsführer vom Weingut Fromm. Ja, Stefan, dann sag du doch bitte mal selbst etwas über dich und das Weingut. Ein fröhliches Hallo aus Neuseeland. Mein Name ist Stefan Walliser und ich habe das Vergnügen, diese kleine Boutique-Winery im Namen unserer Familie zu führen. Fromm Winery, auf der Südinsel gelegen, im nördlichen Teil, darf auf eine sehr gute Ernte zurückblicken. Wir hatten ideales Wetter, schon das ganze Erntejahr war sehr gut, nicht zu heiß, aber viele sonnige Tage. Und darum, das Traubengut war exzellent, keine Krankheiten, nichts. Wir haben mit der Ernte begonnen Mitte März und abgeschlossen Ende Mai. Es ist alles von Hand gelesen und wir dürfen, wie gesagt, sehr glücklich sein. Der Lockdown mit dem Coronavirus und Level 3 für 3 Wochen zusätzlich noch war nicht einfach. Es war aber auch gut, weil wir wurden nicht gestört. Wir konnten voll uns auf die Ernte konzentrieren. Und ja, wir hoffen, dass wir wirklich einen ausgezeichneten 2020er Jahrgang in die Flasche bringen werden, so in circa 1,5 bis 2 Jahren. Danke. Danke, Stefan. Kannst du uns bitte auch noch ein bisschen was vom Weingut zeigen? Ich möchte Ihnen ganz kurz die Umgebung zeigen. Wir sind eine kleine Weinerei, nur mit 18 Hektaren, biozertifiziert für den neuseeländischen Markt selbstverständlich. Und wir lieben das kleine Weingut sehr. Hier sehen Sie das Gebäude im Hintergrund mit Administration, mit Lagerraum. Und dann natürlich unsere Weinberge. Falls Sie sich mal in Marlborough befinden, würden wir uns sehr auf einen Besuch freuen. Gehen Sie in Kontakt mit Petra oder Hilmar Naubert von der Weinboutique Neuseeland. Viel Spaß bei neuseeländischen Weinen. Cheers. Vielen Dank für den Rundgang durchs Weingut, lieber Stefan. Wir selbst waren ja zuletzt im Oktober in Neuseeland und beim Weingut Fromm. Und was haben wir denn da gesehen? Was ist denn das Besondere am Weingut? Zum einen eine sehr enge Bestockung der Reben. Dadurch können Maschinen nicht eingesetzt werden bei der Ernte oder auch bei sämtlichen Pflegearbeiten. Die Rebstöcke an sich bilden sehr tiefe Wurzeln und können sich so selbst mit Nährstoffen und Wasser versorgen. Viel, viel Handarbeit im Weinberg und im Weinkeller an sich. Und Fromm ist bekannt für verschiedene Pinot Noirs. Also 4 davon allein lagen Pinot Noirs, was sehr untypisch für Neuseeland ist. Und das hat Fromm zu einem der bekanntesten Namen in Marlborough gemacht. Also ein sehr ungewöhnliches Weingut für die Region Marlborough. Und auch hier hat Stefan uns auch wieder etwas zu erzählen. Lieber Stefan, lass hören. Georg Fromm ist ein Freund von unserer Familie. Er hat 2008 das Weingut unsere Familie verkauft und er war immer fokussiert auf Rotwein. Wir verstärken das noch ein bisschen mit auch anderen Rotweinsorten, die wir anpflanzen, zum Beispiel Syrah oder Malbec, und sind aber weiterhin ganz klar der Pinot Noir Spezialist in Marlborough mit insgesamt 7 verschiedenen Pinot Noirs, die wir anbieten mit verschiedenen Lagen. Wir verkosten den Fromm Sauvignon Blanc 2019. Lieber Stefan Walliser, bitte erzähl uns doch einmal, was das Weingut für eine Philosophie mit diesem Wein verfolgt. Marlborough ist weltbekannt für Sauvignon Blanc.
From Winery produziert ca. 3500 Flaschen Sauvignon Blanc, alles handgelesen und wir lesen nur reife Früchte. Dadurch sind die Fruchtaromen mehr auf der Zitrus- oder Lemon-Seite und weniger auf diesen Passionsfrucht-Stachelbeeren-Seite. Der Sauvignon Blanc von From eignet sich, wenn er jung getrunken wird, hervorragend als Aperitifwein. Wenn man ihn ein bisschen länger im Keller hält, so die nächsten 4, 5 Jahre, dann ist es ein sehr guter Essensbegleiter zu Fisch mit schönen, leichten Buttersoßen. Bestens zu empfehlen. Danke, Stefan. 3500 Flaschen sind wirklich eine sehr kleine Menge für Sauvignon Blanc aus Marlborough. Schöne Aromen für mich von Grapefruit, Zitronenschale, Limette, ein bisschen Pfirsich mit dabei. Wie siehst du das? Ich finde auch so einen Hauch von Feuerstein in der Nase, also so eine mineralische Note. Schöne frische Säure am Gaumen. Auch wieder die Zitrusnote. Pfirsich ein bisschen. Ja, für mich auch noch so etwas Grapefruit. Ich habe auch Granny Smith, also was so durch die doch schon deutlich vorhandene Säure kommt. Ein eher ungewöhnlicher Marlborough Sauvignon Blanc, würde ich sagen, weil er nicht in diese tropische und auch nicht in die grasige Note geht, die man hier und dort auch hat. Und Stefan hat es in dem Video auch gesagt, das ist auch ein Wein, den man von Haus aus auch schon dafür gemacht hat, dass man ihn entweder jetzt sofort trinken kann oder man trinkt ihn in den nächsten paar Jahren. Und man kann, glaube ich, sicher sein, dass dieser Wein von der Reifung, wie jeder gute Wein, auf jeden Fall auch noch profitieren wird. Ja, schön. Absolut. Der nächste Wein, From Pinot Noir 2018, den stellt uns Stefan Walliser vor. Unser Pinot Noir 2018, das ist unser Estate Pinot Noir, wie wir das hier bei uns nennen. Pinot Noir, 5 verschiedene Lagen haben wir, unsere Rebberge, und der Estate Pinot Noir ist ein Blend von all diesen 5 verschiedenen Lagen. Der 18er ist eher ein leichterer Jahrgang. Obwohl Pinot Noir aus Neuseeland ist eher ein bisschen kräftiger, wenn man es vergleicht mit französischen Pinot Noirs. Der 18er leichter, hat eine schöne, elegante Fruchtnote, passt hervorragend zu sehr vielen verschiedenen Gerichten, wie sehr gewürzten Gerichten, wie aus der indischen Küche. Die Schärfe balanciert der Pinot Noir sehr, sehr gut. Selbstverständlich auch mit Lamm oder mit Käsegerichten passt der Pinot 2018 hervorragend. Zum Wohl! Vielen Dank, Stefan. Ich möchte noch ergänzen, der Wein wurde komplett entrappt verarbeitet. Also er wurde ja von Hand gepflückt, dann hat man ihn von den Stängeln befreit. Er wurde sanft gepresst und ist dann für 16 Monate in französischen Barriquefässern gewesen. Ich finde, bei dem Wein passiert ziemlich viel in der Nase. Johannisbeere, Erdbeere, ein Haufen Mokka, was Erdiges, so ein bisschen Richtung Pilze, ein paar Gewürze, etwas Blumiges, so Rose. Ja, schön, ne? Ja, er hat, obwohl er entrappt gepresst wurde, hat er trotzdem deutlich erkennbare, aber geschmeidige Tannine, was ihn auch wieder für eine längere Lagerung geeignet macht. Aber man kann auch diesen Wein jetzt sofort trinken. Er hat einen wunderschönen mittleren Körper. Konzentrierte Beerenaromen dann auch wieder, ne? Ja, er ist auch vom Alkoholgehalt, also moderat, er hat gerade mal 13%, also insgesamt ein sehr, sehr schöner Wein, ja, würde ich sagen. Ja, finde ich auch, absolut. Schön. Ja. Kommen wir schweren Herzens oder auch nicht, wir werden es sehen, zum nächsten Wein, From QVH 2018. Der QVH, wir sagen es auch, denn unser Flagship-Wein von unserem
Önologen, Winemaker oder Kellermeister hier bei Fromm erarbeitet mit uns sind 1992 mit der ersten Ernte, die Fromm eingebracht hat. Wir verarbeiten 4 verschiedene hochqualitative Einzellagenweine und der QVH ist ein Verschnitt von diesen 4 Einzellagen. Das heißt, pro Lage produzieren wir ca. 12 Fässer. Wenn der Wein ein Jahr im Fass ist, degustieren wir die Weine und beschließen, wie viele Fässer wir als Einzellagenweine abfüllen. Den Rest, alles hochqualitative Weine, verblenden wir dann als den QVH. Der 2018er ist ein hervorragendes Produkt und wir sind alle sehr stolz auf diesen schönen Wein aus der Fromm Winery. Danke, Stefan. QVH, das H steht für Hedge Kalberer, den langjährigen Kellermeister von Fromm. Und der Wein wurde zu seinem 25-jährigen Winzer-Jubiläum herausgebracht. Also vor ungefähr 3 Jahren war das. Und eine ganz witzige Geschichte ist uns hier passiert, als wir diesen Wein letztes Jahr in Zürich im Dolder Grand Hotel bei Robert Parkers Matter of Taste Event vorgestellt haben, stand ein Herr mittleren Alters geduldig an unserem Stand und hat darauf gewartet, dass wir Zeit für ihn haben. Und wir waren gerade im Gespräch mit mehreren Leuten und ich habe richtig mich gewundert und habe gedacht, oh, der ist aber geduldig hier, der steht ja schon seit 5 Minuten ohne zu meckern. Und dann war er endlich dran und stellte sich vor und sagte, ich bin der Georg Fromm. Und da war ich doch, das muss ich zugeben, etwas von den Socken. Denn natürlich wusste ich, wer Georg Fromm ist. Ich hatte nur optisch, hatte ich das Bild von ihm nicht vor Augen, weil ich ihn auch noch nie getroffen hatte. Und er hatte diesen Wein tatsächlich noch nie probiert, weil den hatte der Hedge erst kurz vorher selber gemacht zu seinem Jubiläum. Und hat ihn dann probiert, still. Und ein Lächeln ging durch sein Gesicht von einem Ohr zum anderen. Und dann hat er gesagt, ja, den kann man lassen, hat der Hedge gut gemacht und ich soll ihm das doch bitte ausrichten. Ich finde auch, dass das der Hedge sehr, sehr gut gemacht hat. Also tolle Aromen von Johannisbeere, Brombeere, Waldboden, leichte Gewürze sind drin und bleibt stehen, stehen, stehen. Und es ist ein feiner Wein, er ist fein und elegant, er fließt über die Zunge und am Gaumen entlang. Er ist wirklich sehr, sehr schön. Also ganz, ganz toll. Mhm. Ja. Ja, und entwickelt sich auch immer neu im Glas. Ne? Also jetzt habe ich plötzlich wieder Minze drin. Also wunderschön. Also ich sage der nur, A, der Herbst kann kommen und B, kommen wir jetzt zum nächsten Wein und das ist jetzt der erste Einzellagen Pinot Noir, den wir heute hier vorstellen, Fromm Quarters Pinot Noir 2017. Die Einzellage Quarters Vineyard zeichnet sich vor allem durch den lehm- und kalkhaltigen Boden aus. Der Quarters, meist ein eher kräftiger Pinot Noir, eignet sich zu vielen Fleischgerichten und mit dem 2017er waren wir sehr zufrieden. Wir haben total 3 Fässer ausgebaut, welche exklusiv der Neuseeland Weinboutique zur Verfügung stehen und einige Flaschen auch hier in unserem Degustationsraum in Neuseeland ausgeschenkt werden. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht. Es sind nicht mal 900 Flaschen produziert worden von diesem wunderschönen Pinot Noir. Vielen Dank, Stefan. Nur 900 Flaschen und alle für uns. Also greifen Sie zu, lassen Sie sich das bitte nicht entgehen. Das ist eine wirkliche Rarität. Ja, toll. In der Nase Kirsche, Himbeere, Pflaumen, Gewürze, Rosenblätter. Und noch deutlich mehr als die beiden Weine vorher ist das wirklich ein sehr kräftiger Wein, ein kräftiger Pinot Noir. Mhm. Sehr ungewöhnlich für Marlborough. Als wir letztes Jahr mit unserer Freundin Deutschlands bisher einzigen Master-Sommeliere Helga Schröder
auf der Prowein in Düsseldorf diesen Wein verkostet haben, hat sie gesagt, der ist so gar nicht typisch, wie man das so denkt, für Neuseeland und schon gar nicht für Marlborough. Der hat dieses dreckig-burgundische. Also, und das meinte sie positiv. Also, es ist wirklich ein charaktervoller Wein, der diese Schwere hat und diese Erdigkeit, die ihn einfach herrlich macht. Und jetzt im Herbst natürlich auch perfekt zu Pilzgerichten und Wildgerichten. Also Ja. ein sehr, sehr schöner Wein. Und hier haben wir noch mal ein kleines Bild vom Weinberg, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie das dort aussieht, wo der herkommt. Der Quarters Weinberg befindet sich in Marlboroughs Prangert Valley. Das ist eine der ausdrucksstärksten Subregionen, die auch wirklich für den Pinot Noir bekannt ist. Damit sind wir schon am Ende angekommen und es hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, Sie hatten auch sehr, sehr viel Spaß. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, sehr gerne und lassen Sie es sich gut gehen. Und wir möchten uns an der Stelle abschließend auch nochmal bei unserem Freund Stefan Walliser bedanken, der uns hier sehr viel Input geliefert hat für dieses Video. Vielen Dank und auf unser gemeinsames Wohl. Bis zum nächsten Mal. Aber.